Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute ist der 13. Tag unserer 100-Tage-Challenge. Heute ist auch ein Freitag, haha. Freitag der 13. Egal. Heute ist der 28.09. und ja, wir sind schon gut dabei. Haben jetzt eine ganz lange Gewinn-Season hinter uns gehabt. Und ja, gestern die erste Niederlage wieder. Und wir gucken einfach mal, was heute ansteht. Also, ich hoffe mal, dass wir heute mal wieder ein paar Spiele gewinnen. Auf unserem Weg zu Dia 1. Also, so weit ist es nicht mehr. Es sind, glaube ich, noch 180 MMR oder so. Oder 170. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja doch in den nächsten paar Wochen. Was mir aufgefallen ist, ich habe immer noch kein Bild, richtiges Bild für Zerg rausgesucht. Naja, wir gucken einfach mal. Erstmal spielen wir gegen Terraner. Gegen Terraner ist es zurzeit, finde ich, leicht für mich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Solange man die Harass und die Widowmine-Drops aushalten kann, dann kann man eigentlich gut gegen Terraner gewinnen. Also wie gesagt, Zerg ist zurzeit mein größtes Problem. Größeres Problem eher gesagt. Aber das heißt nicht, dass ich Terraner nicht hasse. Mit ihren Widowmine-Drops und Falcons und hast du nicht gesehen. Aber egal. Dann lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir werden versuchen, den Terraner jetzt hier fertig zu machen. Wir starten wie immer mit unserem Two-Gate-Opening. Dass ich ja hoffentlich langsam mal wirklich Intus habe. Und es irgendwann auch mal automatisch läuft. Und ich nebenbei immer noch quatschen kann, ohne drüber nachzudenken. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Dafür, dass es heute das erste Spiel ist, das ich spiele. So, wir gucken rein, wollen gucken, dass er Gas nimmt und gehen wieder raus. Wichtig ist, wir müssen gucken, ob er eine Proxy nimmt. Aber, ne, Proxy sieht nicht so aus. Ein Gas ist gut für uns. Stressen ein bisschen. Und die Sonde wieder zurück. Und nehmen unser Kybernetik-Kern und dann gleich noch Speed, das nochmal Chrono Boosten und ein Final. So, schicken unsere Drohne nochmal hier runter zum Verstecken. Damit wir nochmal reinscouten können, wenn er nicht eine Echse nimmt. Ja, was ist das für ein Scout? Haben wir auch noch nicht gehabt. Also meistens kommen die euch mit Reapern. Wir wollen auf jeden Fall zwei Stalker. Chrono Boosten unser. Yes. Unser Warp Gate Upgrade und gehen nochmal scouten. Gucken und hoffen, dass wir vielleicht den Worker Dings in der Boost machen. Oh nein. Ah, da hat jemand Angst, da baut jetzt schon einen Bunker. Na, spiel nicht so sehr mit dem. Ach, hat er verloren. Sehr schön. Wir gehen trotzdem runter. Mit unseren Stalkern. Vielleicht bricht das ja auch ab, den Bunker, aber ich denke mal eher nicht. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall eine Echse nehmen. Und zwar jetzt eine Sonde weniger. Moment. Dann ziehen wir einfach wieder hoch und nehmen die Echse. Hat auf jeden Fall seinen Reaper verloren, das ist schon mal gut für uns. Wir brauchen eine Robo. Und einen scheiß Bunker. Das ist eigentlich, wenn man in dem Bunker vorbeisneakt. Geh mal halt hoch. Wieder Horsch. Faszinierend. Im Namen der Rache. Forschung abgeschlossen. Wir sind eins mit den Schatten. Wir sind oben unten.
Schade, haben wir wieder mal nicht noch gekriegt. Das wäre jetzt natürlich das Schönste gewesen. Haben ein bisschen unser. Haben wir auch dafür ein bisschen beim. Was ist Delayed beim. Na, wie heißt es denn? Beim Echo, also hier. Meinen. Jetzt hab ich's. Nach Hause kommen. Also ich denke mal nicht, dass er gleich kommen wird, aber man weiß ja nie. Okay, nein, er will auf jeden Fall exen. Luftabwehr. Hier müssen zusätzliche. Und wir müssen Pylonen bauen. Und weißt du, was wir vergessen haben? Die Roboterfabrik. Und wir haben viel zu viel Mineralien, sehe ich gerade. Die Echse vorher. Da hat eine Echse da. Na, ist so schön, dann gehen wir mal runter gucken. So, der Observer, den stelle ich hier unten hin. Das muss auch gleich fertig sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wie ihr befehlt. Schnell weg! Vorerst. So viel hat er aber nicht gehabt. Deswegen sammle ich das mal zusammen. Und wir gehen mal ein bisschen stressen. Werden noch keinen Bunker gestellt. Schade, hat auf jeden Fall meine Shield Battery Tinies gekriegt. Das ist nicht gut gewesen. Auch nicht so clever. Er sammelt sich, denke ich mal. Ihr bleibt auf jeden Fall hier. Eigentlich müssten wir jetzt auf Archons und Dings gehen, weil wir haben erstens zu viel Gas und zweitens hat er zu viele Marauder. Für uns ziemlich scheiße sein kann. Ich bin hier in den Schatten. Er nimmt auf jeden Fall schon wieder die nächste Echse. Du willst aber auch wissen hier. Wir nehmen lieber das Upgrade.
Dann gehen wir auf Storm. Und die Tees, weil... Er hat nichts gegen Unsichtbare bis jetzt. Da kommt er auch. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur. In Einigkeit. Jetzt hat er aber selbst seine Armee jetzt gerade gekillt. Er nimmt dafür noch mehr Echsen. Deswegen machen wir auch gleich ein Go. Nicht genügend Energie. Da steht seine Army. Faszinierend. Ich bin lediglich ein Schatten. Für Ajur. Ich bin die Klinge von Shakuras. Forschung abgeschlossen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Wir befinden uns. Ein Leben für Ajur. Kassar, die Templar. Ich hätte jetzt auch meinen Observer gekriegt, das ist natürlich schlecht. Da haben wir noch einen zweiten. Erneut diene ich. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Ihr müsst zusehen. Mineral. Mein Leben für Ajur. Entaro Tassada. Das kann's doch nicht sein, ey. Ja, das haben wir verloren. Haben wir einen Sieg verschenkt. Ihr benötigt mehr Wissen.
Autos sind auch ganz schön hart, ey. Ihr habt nicht mein Leben für Ajur. Ja, die Dinger sind sowieso absoluter Overkill, ey. Viel zu stark. Viel zu stark. GG. Oh, schenkt das Spiel, ey. Das hätte nicht sein müssen. Den ich locker besiegen müssen, theoretisch. Also, ich habe auch echt scheiße gekämpft, meine Army. Aber ich muss ehrlich sagen, trotzdem, die Ghosts sind viel stärker als Storm, finde ich. Weil Flup hat keiner meiner Sachen mehr Schilde. Da gehst du ja immer nur noch drauf gegen Terraner. Aber ich habe auch ein bisschen Fehler gemacht beim Aufbau. Ich hätte auch warten sollen, bis er kommt. Na gut, wir spielen gegen Protoss. Gestern war das alte Spiel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Protoss. Am Ende wird es eh auf dem Bersi, nee, nicht Bersi, doch Bersi Archon Fight wird zum Schluss dann sein. Oh, nein, keine Pause, bitte. Ich mag sowas überhaupt nicht. Tja, würde ich sagen, schneiden wir das hier kurz raus. Wenn es ein bisschen länger dauert. Dann sage ich mal, sehen wir uns gleich wieder. So, war doch kürzer als gedacht. Go. Und dann geht's weiter. Na, go. Ach, sein Penner, ey. Noch nicht gleich gut gemacht, ey. Ich hasse sowas. Ich hab viel zu lange gebraucht. Go, go. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also eine Sonde ist auf jeden Fall schon auf dem Weg zu uns, habe ich gerade gesehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Alles Standard bis jetzt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin nicht mit der Reihe gerade. Ja. Ehre den Dalai Lama. Ihr müsst zusätzliche. Was wünscht ihr?
So, der Boden machen wir jetzt gleich noch mein die Schlacht Gate. Wartet. Najakamina, unser Denken gleich. Tja. Nur die Gläubigen fürchten mich. Hor Sanah, die Templer rücken vor. Ich bin der Wille des Hierarchen. Niemand kann uns aufhalten. Ihr seid auf mich an. Ah, was ist meine Sonde? Die würde doch bauen. Also er wird da irgendeinen Flieger haben. So, weil ich habe noch nichts weiter gesehen. Ich bin die Stimme der Forschung abgeschlossen. Shit. So, wir gucken nochmal vor. Er müsste ja jetzt auch langsam eine Echse haben, also... Ja, oder den Scheiß. Dann müssen wir ein Go machen. Hilft ja nichts anderes. Da wird auf jeden Fall nicht genug haben. GG! Da haben wir ihn doch platt gemacht, den Protoss. Auch mit Fliegern, also. Bitte dich.
So, wir spielen noch eins. Aber trotzdem knapp. Hätte auch viel mehr Schaden machen können mit seinen Fliegern. Aber dann hat halt der Rest am Boden gefehlt. Und Schildbatterien haben gefehlt. So, mal gucken, wie wir jetzt kriegen. Ich hoffe mal ein Zerg. Damit wir besser werden gegen Zerg. Hey, noch ein Protoss. Selbes Spiel von vorne. Hat eigentlich ziemlich gut geklappt. So, gut, lag fahren. Aber ich habe irgendwie noch nicht sein Stargate gesehen gehabt. Wer weiß, wo es versteckt hat auf der Map. So, wir gehen scouten, ob ein Cannonrush kommt. Ansonsten spielen wir mal. Standard. Seine Sonne dürfte ja auch noch nicht da sein wie unsere. Kommt gar nicht hoch, alles klar. Kein Cannon Rush. Pegas. So ein Berseol in, wie das ausschaut. Ein Standardspiel. Dadurch haben wir den Kern eher als wir minimal. Jetzt schon fertig. Das ist schon erstaunlich. Eure Sonden werden angegriffen. Na, wird auch Adepten bauen. Gehe ich von aus. Eure Sonden werden angegriffen. Und oh, boosten noch mal unser. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wo werden wir gebraucht? Für den Ruhm. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Was wünscht ihr? Hor Salah. Kommen noch mehr Stalker? Ja, Exekutor. So soll es geschehen. Ayur wird dir dienen mit Stolz. Hor, so. Die Schlacht war schlecht. Nur die Gläubigen. Forschung abgeschlossen. Der ist nicht schlecht, der Typ. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat schon mehr Stalker als wir, das ist schlecht. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
nein. Pylonen fehlen. Nein! Oh, warum ist der Schildball doch wieder hinten? Ha, haben wir verloren. Scheiße. Das für ein Scheiß All-In, ey. Ah, dann will ich mal kurz gucken. Ah, alles klar. Proxy. Hätte ich das irgendwie scoppen können schon vorher? Sein Gas oder irgendwas? Faul ist. Ah, wenn mein Schildbilder hier durchgekommen wäre, jetzt hätte ich es eigentlich scouten müssen. Oder? Nee. Und kein Gas. Swapgate Upgrade. Kam viel zu spät. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das einfach spontan so geschlossen. Tja, konnte ich nicht scouten. Keine Ahnung warum. Doch, eigentlich müsste er jetzt die Echse nehmen. Hat er nicht genommen. Da hätte ich schon stutzig sein müssen. Naja, lernen wir fürs Leben und fürs nächste Mal. Oder bis morgen. Da haben wir heute ein Spiel gewonnen, zwei Spiele verloren. Sieht's aus? Ja. Sind trotzdem noch auf 4000, nee, nicht mehr, 4100. Aber wir kämpfen uns voran. Wir sagen, sehen wir uns morgen und ja, bis dahin, schönen Abend noch. Euer Mutti-Bier. Tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.